Wir kommen heute zur nächsten Wochenzusammenfassung von den verschiedenen Clicker, Idle und Incremental Games. Und das nächste Spiel ist wieder ein neues in der Runde, was ich mir jetzt heute zum ersten Mal anschaue. Und der Name ist Holiday City Reloaded. So, also das erste Mal, das werde ich am besten gleich mutig, damit nicht so dieses Gedattel dann rumläuft. Und mal schauen, was jetzt hier für Clicker-Mechaniken drinstecken. Also, Holiday City Reloaded. Welcome to Holiday City. My name is James. I will be your guide to the tutorial. Buy one boutique to start making money. Okay, every time the screen bar fills, you generate money. Und ich soll jetzt 5 Stück kaufen. Okay, noch kann ich nichts klicken, sondern muss einfach nur abwarten. I almost even you. Envy you, you make money so easily. Cafe is unlocked. Now bei 5 Kaffees. Das heißt, okay, das ist irgendein Bonus. Und okay, mit dem mache ich jetzt schon $43. Und das heißt, wenn es einmal durchläuft, kann ich mir auf jeden Fall immer schon ein neues Lauf. Sogar, das geht sogar noch schneller. Also weil natürlich jedes das anhebt. Und gut. War es das jetzt schon von den Einstellungen her? So, mal gucken, was hier so alles so drin steht. Cursor Mode Default, Gaming. Gaming, Default, ja, machen wir mal einen Gaming-Cursor, das sieht zumindest ein bisschen netter aus, so Facebook und Twitter, Your Team, Special Thanks to, okay, das sind die, die dort mitentwickeln, Play Now on Steam, genau, da bin ich ja gerade hergekommen, da sind sie jetzt neu dazugekommen, so Business Profit Appearance pro Sekunde, oder ist es der Betrag, der wahrscheinlich Short Number, natürlich will ich Scientific Numbers, Round Buying, Exact Buying bitte, keine Ding, Timer on Businesses, okay, Money pro Sekunde on Main Screen, zeig mir das doch mal bitte an, mal gucken, ob ich das sehen will, okay, so, da steht es Money pro Sekunde und dort sind die Links. Okay, Talk of the Town, buy one burger und weitere Investitionen. Gut, ein Nachtclub. So, mal gucken, was haben wir denn hier jetzt alles noch? Unlock City, Level 1 Town. All Profits mal 1. City on Preview ist auch alles gleich. Da kann ich jetzt noch nichts kaufen. Achso, das ist das, was ich eh schon habe. Login Bonus, Time Left. 12 Stunden, All Profits plus 10. Event Collectible 1 alle 4,5 Minuten. Login Bonus Info. Every time you log in to the game during the Winter Festival, okay, die haben also auch gerade ein Event laufen, der Login Bonus refreshes für weitere 12 Stunden. Okay, das heißt, für 12 Stunden habe ich diese 10% Bonus. You make 10% more money while you are online. Even collectibles are generated every 4,5 Minuten instead of every 5 minutes while you are online. Ah ja. Das heißt jetzt einfach nur, dass das ein bisschen verringert wird. Und mal gucken, was ich da genau einsammeln kann dann. Ich denke, 4,5 Minuten kriegen wir auf jeden Fall zusammen. So, Upgrades. Show Story. Also Famous Designer Kolcha Dabana loves visiting your town. Okay, das sind also irgendwelche Upgrades. Damit 28-fache Profit, 250 für Factory, Kaffee Profits. Gut, also das sind aber erst in ziemlich hohen Stufen, das heißt Exponent hoch 17. Das dauert also eine ganze Weile, bis ich die aktivieren kann. Und ja, schauen wir mal, dass wir hier nicht vergessen, Kohle zu machen. Und das heißt, je glücklicher die Kunden werden, desto mehr nehme ich auch insgesamt ein. Und das heißt, mein Level-Upgrade, aber hier steht noch keine Zahl. Ah doch, Moment, da stand das. Current XP 2158 und das steigt langsam aber sicher an. There's a lack of entertainment places in your city. Build a nightclub and citizens will worship you. And you will also make a lot of money, natürlich. Was ist das? Achso, jetzt kann ich mehr auf einmal kaufen. Gut.
Ah, okay, da steht die Anzahl daneben. 89, da kriegen wir schon mal die erste Trophäe. Und dann wahrscheinlich auf 100. Genau. Okay, erstmal das Event jetzt angucken. To access Event Menu, you need Town Level 5. Okay, das heißt, es dauert noch eine Weile, bis ich dahin darf. So, hier können wir schon mal auf 50 upgraden. Ah, okay, das hier ist dann der Balken, wann ich die nächste Trophäe bekomme. Das heißt, das sind wahrscheinlich auch wieder solche, ja, Multiplikatoren. Das heißt, damit wird der Profit gesteigert, der dann in den einzelnen Dingern gilt. Und gut, hier steht jetzt nichts weiter dabei. Das heißt, da wird immer nur der nächste angezeigt. Okay, und hier sind alle. Das heißt, hier kann ich danach filtern. Das heißt, bis Level 9400 geht es dann hoch. Und das hier sind dann Lab, also es ist nicht All, sondern es ist dann auch noch ein eigenständiges. Und wir haben damit 5, also 10 verschiedene Objekte, die ich da einkaufen kann. Hier natürlich mal noch den Club einkaufen. So, was ist das? Ah, Statistiken, natürlich. So, gut. Bis jetzt sammle ich nur Geld. Die anderen Sachen habe ich noch nicht bekommen. Ah ja, doch, Trophys habe ich natürlich auch schon bekommen. So, also Event bekomme ich noch nicht. City Facilities. Use materials to get service sector business without money. Okay, das heißt, da kann ich das dann kaufen, ohne dass ich dafür Geld ausgeben muss. Einmal Energie, Food oder irgendwelches anderes Zeug. Aber ich habe noch keine Materialien eingesammelt. Mal gucken, wann das der erste Fall sein wird, also wann die das erste Mal auftauchen. Atomic Lab. To access Atomic Labs, you need at least 50 Lab Businesses. Okay, das dauert also auch noch ein bisschen. Happy Bonuses. For each business you buy, the service sector happiness bonus at the top increases. Ja. When you increase happiness bonus, all 5 service sector businesses make more profits. Okay, die sind jeweils zu einem 5er-Block zusammengefasst. Increase the profits of service sector businesses. Okay, das ist alles Service Sector. Und das ist dann jetzt, ja, das werden jetzt die anderen Bereiche dann werden. So, dann lohnt es sich natürlich auch immer, die billigen sozusagen aufzukaufen, weil die natürlich weiterhin einen Gesamtbonus liefern. Und dann mal schauen, wann es sich lohnt, im Endeffekt nur noch in den Sprüngen aufzuleveln und nicht mehr in den kleinen Sachen dazwischen. Weil hier bekomme ich jetzt zumindest dann auch gleich ja, die nächste Trophäe. Damit bekomme ich hier einen Multiplikator dann freigeschaltet. Mal gucken, welcher das jetzt war. Wo war das? Hier waren die Trophäen. So, der nächste Multiplikator ist 4-fach Profit. Da steigt er von 8000 dann doch ziemlich gut an. Ziemlich in die Nähe von den ja, Bürgern schon wieder. Aber die Bürger natürlich jetzt auf 50 und dich machen wir auf auch auf 50. Dann erst dann bekomme ich den nächsten Bonus. So, hier ist es 150. Okay, guck mal erstmal weiter. Port. Okay, das brauche ich noch Level 3. Das heißt, da sind noch einige Bereiche erst nach und nach freizuschalten. Und Airport Unlocks at Level 22 Megapolis. Na super. Und to access office menu, you need at least one of each business. Okay, das heißt, da muss ich die anderen hier noch kaufen. Und die haben schon Exponent 7. Naja, das dauert noch ein bisschen. Also dann mal schauen, wann die ersten Clickables, Event-Sachen auftauchen. Achso, vielleicht bekomme ich die Sachen auch erst angezeigt, wenn ich dann weit genug bin. Mit 17 dauert es auf jeden Fall noch. Gut, da kann ich nichts machen. Also kann ich im Moment eigentlich nur weiter einkaufen. Schauen wir mal, wie weit das noch trägt und wie gut sich das noch beschleunigen lässt. Das heißt, im Moment dann eher zu schauen, wo sind die nächsten Sprünge. Also im Moment 25 von denen da unten, da habe ich aber noch gar keine kaufen können. Also heißt es jetzt in 50er Schritten hier weiterzumachen. Ah ja, dann kann ich hier dann gleich den nächsten 10er mit 4 Millionen. Aber ich kann jetzt hier nichts klicken oder irgendwas, oder? Ich kann noch nichts beschleunigen. Das heißt, dieses Klicker-Element ist irgendwie noch nicht sichtbar.
Ja, anscheinend kann ich das Eventzeug nicht einsammeln, solange ich nicht das Ganze schon freigeschaltet habe. Das heißt, wenn es nicht exakt gekauft werden muss, dann kann ich das wahrscheinlich auf den nächsten Zehner aufrunden. Okay, jetzt soll ich defekt. Nein, ich will jetzt noch nicht die Factory kaufen. Ich will jetzt erst mein nächste Trophäe kaufen. Weil immerhin gibt es jetzt 3,6 Millionen. Damit kriege ich dann sehr viel schneller hier die Kohle zusammen. Und schon kann ich mir eine Fabrik kaufen. Gut, also Factories. Your factories produce material along with money. You can use materials in the city facilities. Genau, das habe ich ja vorhin schon gesehen. Also hier beginnt jetzt der Echtgeldshop. So, das heißt, hier kann ich mir jetzt erstmal das erste Goldbar, Hollybar, kaufen. Rewards will reset if you miss a daily bonus after you earn the final reward. Okay, aber es geht nur 7 Tage. Das heißt, es ist jetzt zumindest noch überschaubar. So, was habt ihr denn so? Also 5 für 50. Das heißt, 10 kosten 1 Dollar. So Pi mal Daumen sind natürlich dann hier wahrscheinlich wieder Rabatte drin. Genau, da gibt es dann ein paar mehr. Und hier gibt es noch ein paar andere Sachen. Und es gibt eine monatliche Subscription, Fastbuy-Timer. Okay. Für die Sachen aufzurufen gibt es dann auch jeweils noch einen Bonus, der dann ausgezahlt wird. To access payouts, you need at least one lab businesses. Okay. Ich habe keinen Submit-Code, warum steht da ein Ausrufezeichen drüber? Und permanent Booster. All Resources mal 5. Die Frage ist natürlich, ob man die einmal oder mehrfach kaufen kann. Aber zumindest, es gibt ein Payout, also es gibt eine ganz gute Selektion für Gold. Das heißt, hier habe ich dann schon mal 20. 25 bekomme ich in einer Woche. Das heißt, in der ersten Woche kann ich dann das dann aktivieren und in der nächsten Woche sollte ich in der Lage sein, das Ding zu aktivieren, weil dann habe ich 2 Wochen, 50 Stück zusammen. Das ist überschaubar. Das kann man sich schon mal als Ziel setzen. So, die laufen schon relativ langsam. Ja, genau, beschleunigen kann ich sie im Moment noch nicht. So, Mega Sale, was haben sie da drin? Christmas Mega Sale, natürlich. Das kann ich nicht machen, bevor ich nicht das Event freigeschaltet habe. Welches Level hast du gesagt, brauche ich dafür? Early Unlock Event. You will also unlock the event. Achso, wenn ich frühzeitig kaufe, dann für 8 Dollar, dann kann ich schon mal früher das Event mitspielen. Wie praktisch, dass man das Spiel gerade erst auf Steam veröffentlicht hat und hierfür Level 5 braucht. Also das mit dem Durchlaufen kann es auf jeden Fall nicht sein, die City XP. Keine Ahnung, woran sich das misst. Wahrscheinlich ist die XP eher an die Kohle gekoppelt. Das kann ich mir zumindest am ehesten vorstellen. So, das heißt, 5 Stück bekomme ich jetzt für jeden Durchlauf an Materialien. Aber gesammelt habe ich jetzt noch keine. So, dann jetzt erstmal hier noch das weiter aufbauen. Und natürlich weitere Boni sammeln. So wie es jetzt eigentlich hier bekomme ich 0,5%. Okay, es ist immer 0,5%. Aber das heißt, mit jedem, was ich hier kaufe, erhöhe ich auch hier allein schon das um weitere 5%. Das ist schon ziemlich praktisch. Das ist auf jeden Fall ein guter Grund, auch hier die Zwischenschritte einfach mal immer mitzukaufen. Und natürlich dann die nächsten Faktoren. Aber das ist auf jeden Fall eine gute Idee, dass da ein Effekt entsteht. Weil sonst sind die anderen meistens immer ziemlich abgehängt, weil mit 72.000 ist es hier gegenüber 23 Millionen natürlich ziemlich irrelevant. Aber so hat es noch einen Effekt. Das ist gut. Das Projekt pro Sekunde ist natürlich dann nur so eine Schätzung, weil das natürlich nicht pro Sekunde anfällt, das ganze Zeug. Ja, eigentlich kann ich mir auch immer gleich schon die Zwischenschritte kaufen, sobald ich entschieden habe, welchen ich jetzt als nächstes hochstufen will. Und damit habe ich jetzt auch eine erste Errungenschaft freigeschaltet. Living Room Decoration. Was auch immer das bedeutet. Okay, der produziert dann Gegenstände und der produziert dann Energie wahrscheinlich. So, ja, jetzt sollte ich mich vielleicht die letzten 15 Sekunden noch auf den hier konzentrieren. Wobei, außer ihm ist wahrscheinlich keiner, der hier einen ausreichenden Bonus gibt. Damit ich wirklich... doch. Achso, stimmt, das hier sind ja Millionen. Das ist ja der Profit, den er einheimst.
Das heißt, da lohnt es sich tatsächlich gar nicht so sehr in die zu investieren, weil den gleichen Bonus mit 10 Einheiten bekomme ich ja auch bei dem hier oder bei dem hier hinten dann. Und dann fehlen mir jetzt nur noch 10 Einheiten, um das hier zu absorbieren. Und hier bekomme ich auch nochmal 2,4 hoch 6. So, das mit dem Runden gefällt mir auf jeden Fall schon mal ganz gut, weil so bekomme ich angezeigt, was die 10 sind. Aber ich kann auch eben die Fragmente dann dazu kaufen. Das heißt, dass auf die, genau, dass auf die nächsten 10er Potenzen dann gekauft wird. Aber während der Anfang hier anscheinend relativ schnell gelaufen ist, scheint es hier. Okay, ja, lesen muss man können. Increase your money to increase your city XP. Das heißt, es ist tatsächlich direkt nur vom Geld abhängig. So, da müsste ich doch jetzt die ersten City Facilities bekommen haben. So, was bekomme ich jetzt hier? Use materials to get service sector businesses without money. So, das heißt, dann bekomme ich jetzt einfach 10 Stück dazu. Aber da wäre es natürlich sinnvoll, vielleicht auf den zu warten, weil der mir zumindest auch das größten Cash-Vorteil bringt. So, wann kann ich mir denn jetzt mal das erste Kernkraftwerk kaufen? Ich hätte echt gerne heute schon mal das Event angeschaut. Die Frage ist jetzt natürlich, wie lange das Event insgesamt geht. Okay, da sind die nächsten 4. Und damit, okay, da habe ich jetzt nur 50, nur zweifach Multiplikator. Aber das steigert sich dann später noch. Ah ja, das heißt, die werden dann immer wieder angeglichen. Das heißt, dass die auch einen ausreichenden Profitmaximierungsfaktor bekommen. Zumindest mit 1,7 ist das natürlich noch ein 5% Bonus ganz praktisch. Und ja, die haben dafür keinen weiteren Bonus. Dafür produziert jede Fabrik ein so ein Item. Okay, und jetzt das Powerplant natürlich. Klar doch. Your Powerplant produce energy. Energy is used in the City Facilities Menu. Jawohl. Ist natürlich die Frage, wo werden dann denn Lebensmittel angezeigt? Und 7 Minuten, das dauert dann natürlich schon. Da kriege ich jetzt auch nicht so viel Kohle dann rein. Ah ja, und da ist dann die erste Lebensmittelproduktion. So, was hatten wir jetzt noch? Also, wenn die Lebensmittel produziert werden. Ah, ich habe schon 20 zusammen. So, also Lebensmittel. Und dann haben wir hier Erz noch. Müssen wir mal in den Schauraum gucken. Genau, Eisenminen und Labore. So, Labore sind für die Forschung. Die Frage ist, was machen die Eisenminen? Weil hier sind ja im Moment nur 3 Ressourcen, die ich dann natürlich verwenden kann. Und Atomic Lab wird mir natürlich noch nicht angezeigt, solange ich nicht 50 Labore habe. Aber vielleicht wird in den Laboren dann wahrscheinlich das Eisen irgendwie mitverwendet. Aber dann müsste das als Ressource ja auch auftauchen. Das heißt, vielleicht kommen hier dann die Lebensmittel, dann dieses Eisen und dann hier noch die ja, irgendwie Lab Research Points oder irgendwas. Das heißt, das erklärt dann auch, warum hier die Sachen so weit unten stehen. Wahrscheinlich kommt hier auch noch irgendwas dazwischen. Und das heißt, das hier ist noch die Anzeige für weitere Währungen letztlich in irgendeiner Form. Und die Goldbahnen werden auf der Seite zumindest nicht mit angezeigt. Die werden nur im Store angezeigt. So, aber nachdem das hier so langsam kraxelt, ja, werde ich auf jeden Fall heute mit Sicherheit nicht bis Level 5 kommen. Zumindest nicht mit meiner Stadt. Das heißt, ja, an der Stelle kann ich auch erstmal Schluss machen und dann hoffen, dass das Event noch bis zum nächsten Wochenende weiterläuft. Und ich bis dahin ja, einige Level geschafft habe. Und mal sehen, was sich dann hier noch so weiter aktiviert und freischalten lässt. Naja, also, soweit ja, für den ersten Blick in Holiday City Reloaded. Und dann mal schauen, wie sperrig sich das Spiel dann gibt, um die anderen Sachen freizuschalten. Oder wie störrisch. Und ab wann ich hier wirklich das Event mitspielen kann und was das dann noch für eventuell Klicker-Eigenschaften mit sich bringt. Weil irgendwo sollte es auch eine Klicker-Mechanik geben und nicht nur eine Idle-Mechanik. Also mal sehen. Also, soweit für den ersten Blick in Holiday City Reloaded.